Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu Kiez Konkret, heute aus Wilmersdorf. Hier in der Auerbachstraße 7 sitzt der Sehbehinderten- und Blindenverein Berlin. Und hier wird heute eine Ausstellung der ganz besonderen Art eröffnet, nämlich Hilfsmittel werden gezeigt. Es ist die größte Ausstellung bundesweit und findet seit 20 Jahren statt. Eröffnet wird die Ausstellung von Staatssekretär Dirk Gastle. Vielen Dank für die freundliche Begrüßung und vielen Dank für die Gelegenheit, auch wenn es leider nur kurzfristig ist, heute hier sein zu dürfen. Heute hier sein zu dürfen bei einer Ausstellung von Hilfsmitteln, die in meinen Augen eine ganz wichtige Ausstellung ist. Denn sie macht deutlich, was möglich, was aber auch erforderlich ist, um blinden und sehbehinderten Menschen ein Leben in der Alltäglichkeit zu vereinfachen, bestimmte Mobilitätsgesichtspunkte zu berücksichtigen oder einfach ganz alltägliche Dinge dann tatsächlich auch so zu machen, wie es sehende Menschen letztlich tun können. Ich hatte schon mal ein eindrucksvolles Erlebnis dazu, als ich freundlicherweise bei der Eröffnung der Lehrküche für sehbehinderte und blinde Menschen mit dabei sein durfte und dann auch sprechende Wagen, entsprechende Hilfsmittel kennenlernen durfte und feststellen durfte, wie angenehm es dann tatsächlich ist und wie begeistert es auch von sehbehinderten Menschen und blinden Menschen aufgenommen wird, gerade für diese alltäglichen Tätigkeiten dann endlich die erforderlichen Hilfsmittel zu haben, die ein Leben in Normalität ermöglichen. Und deshalb ist eine Ausstellung wie diese ganz besonders wichtig. Ganz besonders wichtig ist aber natürlich auch die Arbeit, die der ABSV allgemein leistet. Und da ist ja diese Ausstellung heute nur ein ganz kleiner Bestandteil. Ich freue mich über die gute Zusammenarbeit, die wir haben, in die ich jetzt mit einsteigen darf. Und ich freue mich auch darüber, dass es Ihnen immer wieder gelingt, Ihre Ehrenamtlichen mit so viel Engagement bei der Sache dabei zu haben, Ihre Ehrenamtlichen, die hochmotiviert in ganz vielen Bereichen mitarbeiten, dann auch immer wieder entsprechend selber motivieren zu können. Und das ist ein gemeinsames Ziel, das wir verfolgen, nämlich für blinde und sehbehinderte Menschen ein Leben in Normalität mit wenig Einschränkungen bis hin zu gar keine Einschränkung zu ermöglichen. Und dazu leisten Sie mit Ihren Ehrenamtlichen tagtäglich einen ganz erheblichen Beitrag. Dazu gilt mein ganz besonderer Dank Ihnen und Ihren Ehrenamtlichen. Und Sie haben mich ja gebeten, üblicherweise kommt man zur Eröffnung und bringt Blumen mit. Nun habe ich auf dem Weg unterwegs keinen Blumenladen gefunden, um noch schnell anzuhalten. Aber ich habe mir gedacht, die Blumen bringe ich symbolisch mit, indem ich Ihnen ankündige, dass der Antrag, den Sie vor einiger Zeit gestellt haben, für die Förderung eines Projekts, wie Sie es nennen, iWelt, dann in den nächsten Tagen auch Ihnen als positiver Bewilligungsbescheid zugehen wird. Und wir wollten nicht warten bis Nikolaus, bis ich da eine Zipfelmütze aufsetzen muss, um das gegebenenfalls mit zu überbringen. Aber auch das ist ja etwas, was Sie dann hier in den nächsten zwei Tagen möglicherweise noch bewerben können, um deutlich zu machen, wir haben immer neue Ideen, wir entwickeln uns immer weiter fort und wir setzen letztlich einen positiven Trend fort. Ich hoffe, dass die Ausstellung hier viele interessierte Besucher findet, dass Sie ganz viel vermitteln können und freue mich auf einen kleinen, schnellen Rundgang und wünsche Ihnen viel Erfolg mit Ihrer Ausstellung und freue mich auf die weitere Zusammenarbeit. Schönen Dank. Erste, können Sie uns auch mal kurz verraten, was sich hinter iWelt verbirgt? iWelt ist etwas, mit dem Benutzern von Smart-Telefonen, insbesondere die, die Touchpads haben, die Angst davor genommen werden soll, diese Smartphones dann zu benutzen. Das ist ja gerade für Sehbehinderte oder für blinde Menschen eine besondere Herausforderung, etwas zu benutzen, was einfach nur eine glatte Oberfläche hat und was man eben ansonsten keinen Unterschied ertasten kann. Und darauf setzt iWelt auf, genau diese Zugangshemmnisse zu vermindern und die Menschen in die Lage zu versetzen, auch die modernste Technik zu ihren Nutzen anzuwenden. Herr Schabach, läuft das immer so glatt? Läuft das immer so glatt mit der Politik, dass Sie eine Unterstützung bekommen? Das heißt mit der Politik. Also Politik ist ja vielfältig und mit dem Ressort Gesundheit und Soziales, insbesondere Soziales, mit dem wir ja intensiver zu tun haben, läuft das im Prinzip immer glatt, weil wir doch über große Strecken gemeinsame Interessen haben. Denken Sie an den ÖPNV, denken Sie an Lichtsignalanlagen, wo wir beide übereinstimmend der Auffassung sind, dass die Hälfte aller Ampelanlagen blindengerecht zu haben eine tolle Sache ist, aber die zweite Hälfte, die noch fehlt, eine, die beseitigt werden muss, wo man möglichst schnell zu einer Flächendeckung kommen muss.
Also so gesehen gibt es nicht wirklich viel Konfliktpotenzial und wir arbeiten gerne und gut miteinander, um Dinge, die wir beide für wichtig halten, auch voranzutreiben. Das ist ja schön zu hören, denn eigentlich ist ja Usus, dass die Mühlen langsam mahlen in Behörden und es doch dann immer länger dauert, ehe eine Unterstützung kommt. Dann haben wir auch nicht wirklich viel Geld in Berlin. Aber da wird dann in so einem Fall schon eine Ausnahme gemacht? Wir haben ganz schön viel Geld in Berlin. Wenn Sie mal sehen, wie viele Millionen der S-Bahn nicht gegeben worden sind, weil sie unpünktlich war, wenn man die unmittelbar in den Ausbau einer partizipativen Verkehrsstruktur, Infrastruktur gesteckt hätte, dann müssten wir nicht 75 Jahre warten, bis das die restlichen Ampeln auch noch so funktionieren, dass ich mich darüber trauen kann, sondern dann ginge das sehr viel schneller. Ja, von den Steuereinnahmen, von den Mehreinnahmen, die für dieses Jahr alleine erwartet werden, erst gar nicht zu reden. Und neben der Sozialverwaltung gibt es aber noch eine für Verkehr, da gibt es eine für Bildung und da gibt es jede Menge. Und da sind die Konfliktpotenziale natürlich größer. Aber da Soziales sich natürlich bemüht, auch außerhalb des Haushaltes Geld für gerade solche Projekte zu akquirieren, sei es über Stiftungen, sei es über Drittmittelvergeber, gibt es dann immer auch mal wieder Möglichkeiten, überschaubare Projekte, die wir auch für unterstützenswert halten, dann auch mal kurzfristig letztlich durchführen zu können. Und das macht es eben in der Zusammenarbeit auch sehr angenehm. Es muss halt jemand kommen, der eine gute Idee hat, der deutlich machen kann, da sind bestimmte Dinge, die wir gemeinsam voranbringen können. Es muss ein überschaubarer Finanzrahmen sein. Dann ist da sicherlich gerade auch über die Stiftung bei uns immer etwas möglich. Gut, ich denke, dann wollen wir uns mal die Ausstellung angucken. Dann ziehen wir mal los. Guten Morgen. So, dann wo sind wir hier jetzt, Herr Schabach? An welchem Stand? Haben die kein Schild? Pfui. Doch, haben wir auch. Aber sieht keiner. Das ist also, versteckt hinter den Büchern. Die Deutsche Zentralbücherei für Blinde zu Leipzig. Wir haben so viele Bücher, dass das wir gar keinen Platz haben hier. Hörbuch. Das wäre jetzt 2010. Ein Sachbuch. Ja. Ja. Habt ihr einen Atlas? Wir haben einen Atlas. Weil Europa. Das ist gut. Der macht sich im Bild einfach besser. Ja. Danke. Das ist die kombinierte Form. Das ist jetzt ein Atlas, den man quasi erfühlen kann. Das ist ein Atlas, ja, fahren Sie drüber, der beißt da nicht. Da ist dann die Breitschrift jeweils auch daneben. Also viele von den Hilfsmitteln, die Sie hier sehen, und darunter vielleicht für die Kamera dann nachher besser, wenn Sie das in Ruhe machen. Ja, weil das Zeug hier spiegelt bestimmt. Aber eben auch, dass Sehbehinderte, die auch tasten müssen. Also dass der Sehsinn sozusagen durch den Tastsinn unterstützt wird und umgekehrt. Deshalb gibt es darunter das dann auch nochmal zum Sehen. Das hier ist auch relativ massiv gearbeitet, sage ich mal. Es gibt Kartenmaterial, das etwas filigraner ist. Da kann man dann halt mehr darstellen. Also ich weiß nicht, wie geht es denn hier hinten? Klar, erst kommt das, was man sehen muss, wie immer im Leben. Da ist eine Legende. Aber hier sehen Sie die eigentliche Blindenschrift. Da steht zum Beispiel Bulgarien, Sofia. Das heißt, ich habe hier die Länder mit den Hauptstädten und wo man sie findet. Also auf 1.3, 12.5. Keine Ahnung, das sind wahrscheinlich die Quadranten, wo man das findet. Ja, aber eben ganz bewusst doppelt gehalten, damit man eben mit Sehrest oder mit Restsehvermögen und mit Tastunterstützung den Geografieunterricht bewältigen kann. Und wenn ich, darf ich Ihnen den wiedergeben? Und wenn ich Ihnen verrate, dass an der Fichteberg-Oberschule zwar 12 Blinde und 12 Sehbehinderte und 2 blinde Kinder beschult werden, dort aber nicht ein so ein Atlas ist, dann fallen Sie wahrscheinlich, wären Sie früher in Ohnmacht gefallen, seit Sie in der Politik sind, wahrscheinlich nicht mehr. Ja, aber man kann es doch nicht fassen, oder? Die meisten Hilfsmittel, die Sie hier sehen, die kriegen Sie auch rund ums Jahr bei uns. Wir haben ein Ladengeschäft, was aber seinen Schwerpunkt auf Beratung setzt. Also bei uns gilt, anfassen ist erwünscht. Ich denke mal, das ist auch ein Grund dafür, dass wir immer wieder Mitgliederzulauf haben. Ja. Ja, wenn das Angebot stimmt, wenn man auch deutlich macht, dass die Mitglieder einen Mehrwert davon haben und ja eben auch an Dinge herangeführt werden, die auf dem allgemeinen Markt nicht so einfach zugänglich sind, ist das ja letztlich der Türöffner dazu zu sagen, wofür ist man überhaupt da? Eine schmale Auswahl dieser Hilfsmittel gibt es in allen Bezirksgruppen in einem Köfferchen. Das hat auch mal die Nied-Stiftung mit uns gemacht oder wir mit der. Das heißt also,
der Verein ist ja über ja, die alten Berliner Bezirke, also die 22, die wir mal hatten, noch organisiert. Also sehr orts- und bürgernah. Und dort finden eigentlich auch die Versammlungen statt. Dort werden ehrenamtlich basiert Hausbesuche durchgeführt. Mhm. Damit die Menschen überhaupt schon mal einen Eindruck kriegen, gibt es diesen Basiskoffer, wenn Sie so wollen. Der ist aber mit Absicht so gehalten, erstens können die nichts verkaufen aus dem Koffer. Also nicht wie Tupperware. Nein, die können es nur zeigen. Und zweitens ist er so gehalten, dass es gute Gründe gibt, herzukommen. Also eigentlich soll der informieren und neugierig machen. Und das klappt auch. Was ist denn da drin in dem Basiskoffer? Ja, was ist da drin? Da ist ein Geldscheinprüfer drin, da ist ein Messwerkzeug drin, da sind ein paar Karten aus einem Kartenspiel drin. Ja, also es gibt Kartenspiele für Sehbehinderte, es gibt Kartenspiele auch für Blinde. Die haben dann auch das normale Bild. Was haben wir noch drin? Ein Kurzzeitwecker ist drin, Verkehrsschutzzeichen. Also man muss ja eigentlich, wenn man nicht in Haftung genommen werden will, wenn man in einen Unfall verwickelt wird, entweder, wenn man blind ist, einen weißen Stock oder eine gelbe Armbinde tragen. Sowas ist drin. Ein bisschen Informationsmaterial natürlich zum Dalassen. Aufnahmebögen natürlich, wie sich das gehört, sonst gibt es keine Mitglieder. Und so Kleinkram halt. Zeug zum Punktschriftschreiben, eine sprechende Uhr, eine tastbare Uhr. Also die haben schon so ein paar Kilo mit sich rumzuschleppen immer. Aber hier im Haus gibt es dann eben doch die Breite des Angebotes. Und was wir nicht haben, wie zum Beispiel hier so ein Atlas oder so, weil den verkaufen wir halt nicht, den würden wir dann vermitteln bzw. entweder bestellen und weiterreichen ohne Aufschlag. Ja, oder wir geben die Telefonnummer, je nachdem, wer es ist und wie er es haben will. Ja, wenn der weiß, kommt aus Leipzig, dann sagt er im Zweifel, gib mir die Telefonnummer mit, ich kümmere mich selber. Dann machen wir es halt so rum. Aber ich muss leider los, weil ich ungefähr eine Dreiviertelstunde zurück brauche. Und eben ja, so ab 11.30 ist Abgeordnetenhaus angesagt. Ja, dann wollen wir Sie auch nicht aufhalten. Ich darf mich herzlich bedanken. Schönen Dank, Herr Schaller. Ja? Wir sind heute auf der Hilfsmittelausstellung für blinde und sehbehinderte Menschen. Liebe Zuschauer, gleich geht's weiter, also bleiben Sie dran.